Hallo, ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie Server wie RapidShare, MegaUpload und Uploaded.com und diverse andere durchsuchen können. Dafür gibt es eine eigene Suchmaschine und die möchte ich Ihnen heute zeigen, wie wir Dateien auf diese Filehoster uploaden. Habe ich schon an RapidShare gezeigt. Ist am 31. Oktober online gegangen, also einfach hier beim Archiv den Oktober durchsuchen. Da müsste das Ganze ziemlich oben zu finden sein. Oder falls Sie dieses Video noch früher anschauen, hier unten bei unserem letzten Artikel müsste das Ganze auch noch drin sein. Gut, ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie hier eine Datei hochladen. Wer es nicht mehr weiß, nochmal anschauen, aber im Großen und Ganzen ist das nicht so schwer. Und die Suchmaschine heißt filespot.com. Obwohl es die Seite eigentlich offiziell gar nicht mehr gibt, beziehungsweise die haben sich umgenannt von Filespot in FileFab, also nicht FileLab, sondern FileFab. Die URL ist noch vorhanden. Filespot.com würde auch noch gehen, aber die springt dann auf FileFab.com um. Wie gesagt, die haben sich umgenannt. Und hier unten steht auch nochmal das FileFab. RapidShare, MegaUpload und Uploading.com und viele andere Upload-Seiten durchsucht. Der Nachteil hier an dieser Suchmaschine ist, dass sie in das Suchfeld hier Minimum von vier Zeichen, also, oder dass es ein Minimum von vier Zeichen gibt. Wenn ich jetzt mal DVD-RIP eingebe, kommt nichts. DVD leer RIP. Da kommt was. Jetzt könnten Sie praktisch diese Dateien downloaden. Hier sind jetzt nur RapidShare Anbieter oder Files von RapidShare. Und diese Upload-Dienste sind natürlich bei Raubkopierern auch sehr beliebt in puncto Files uploaden. Also sollten Sie da was runterladen, gerade eine DVD oder ein Film, ist dieser User wahrscheinlich nicht berechtigt gewesen, diese Datei zu kopieren und erst gar nicht online zu stellen. Und wenn Sie die dann runterladen würden, diese Raubkopie im Prinzip, würden Sie sich auch strafbar machen. Also ich würde mir das achtmal überlegen und Sie würden daran auch nicht schlecht abschneiden, wenn Sie das Ganze jetzt nicht downloaden. Im Gegenteil, Sie würden sogar gut abschneiden damit. Ja, wie gesagt, filefab.com heißt das Ganze. Früher hieß filebot. Die URL geht immer noch. Und wie gesagt, eine Suchmaschine für diverse Upload-Dienste, unter anderem RapidShare, MegaUpload und uploading.com. So viel zu dem hier. Wie gesagt, rückführend auf den Artikel und ja, okay.